Hallo meine Lieben, ich habe mir heute als Aufgabe gesetzt, eins meiner Lieblings-Kindersüßigkeit nachzumachen. Und zwar Toffifee. Ja, es ist eine leere Toffifee-Packung und ich liebe die seit der Kindheit. Und ich habe mir gedacht, sie sind aber leider jetzt nicht so das Gesündeste, was es so gibt. Und ich habe mir gedacht, wir können es doch auch ein bisschen gesünder schaffen. Und das Coole ist eben, wir können die Verpackung von unseren Toffifees dafür gebrauchen, weil es ist wie so eine Art kleines Förmchen. Braucht ihr natürlich nicht unbedingt. Ihr könnt auch zum Beispiel Eiswürfelbehälter nehmen. Das geht auch sehr gut. Aber wenn ihr gerade eine leere Toffifee-Packung da habt, und ich glaube, die meisten haben das dann hin und wieder da, dann könnt ihr das auf jeden Fall benutzen. Aber wir müssen uns als allererstes um das Karamell kümmern, was ja so ein bisschen als Schälchen dient für die Nougat-Füllung. Und dafür habe ich jetzt schon etwas Kokosmilch in ein kleines Töpfchen gegeben. Und wir werden jetzt noch etwas Ahornsirup, eine kleine Prise Salz und ein bisschen, ich nehme jetzt hier Alsan, also vegane Butter. Aber ihr könnt natürlich auch ganz normale Butter nehmen oder Kokosfett, wenn ihr gerne möchtet. Ich habe jetzt bewusst auch kein Kokosfett genommen, weil ich einfach finde, das hat einen sehr, sehr starken Eigengeschmack. Und mit der Kokosmilch wagen wir uns da jetzt schon dran. Und jetzt machen wir als allererstes unser eigenes Karamell und dann muss es in den Kühlschrank. Ich habe mein Herd jetzt schon angemacht und jetzt kommt unser Alsan dazu. Und die wird sich jetzt langsam hier drin auflösen. Dann gebe ich noch meinen Ahornsirup rein und die kleine Prise Salz. Wir brauchen hier unbedingt, ich sage jetzt mal, normaleren Zucker, so wie Ahornsirup, und können das jetzt nicht mit Stevia oder ähnlichem ersetzen. Einfach aus dem Grund deshalb, weil wir brauchen so diese karamellige Note und es muss sich auf jeden Fall auch in so eine dickflüssige Masse entwickeln und das geht eben am besten so. Und ihr merkt schon nach ein paar Minuten, also vielleicht 2 Minuten war das auf dem Herd, immer schön durchrühren. Jetzt hat es schon eine richtig schöne karamelligere Note und unser Karamell ist jetzt soweit fertig und wir können es in die einzelnen Behälter geben und dann ab damit in den Gefrierschrank, damit es härter wird und dann können wir weitermachen. Ihr könnt gerne auch die überschüssige Flüssigkeit in den Förmchen lassen, aber ich will es hauptsächlich als äußeren Rand, deswegen werde ich es hier gut verstreichen mit dem Löffel und danach werde ich die überschüssige Flüssigkeit wieder etwas rausgeben, damit es nicht zu viel wird. Kleiner Tipp, wer wirklich an der Seite diese schöne Karamellschicht haben will, der macht es am besten in 2 Stufen. Bei mir waren die jetzt für so circa 4-5 Minuten im Gefrierschrank. Und jetzt kann ich sehr gut noch eine weitere Schicht Karamell draufgeben und an der Seite nochmal nach oben ziehen, weil natürlich die Förmchen vom Toffifee sehr, sehr glatt sind und deswegen es relativ schlecht an der Seite hält. Und wenn ihr das gemacht habt, dann kommt das Ganze wieder in den Gefrierschrank und wir kümmern uns gleich um die Nougat-Füllung. Und während unsere Förmchen im Gefrierfach warten, dass sie ein bisschen fester werden, kümmern wir uns ja um die Nougat-Creme. Und die Nougat-Creme setzt sich bei uns zusammen aus Haselnussmus, ganz normales Haselnussmus. Wenn ihr das nicht finden solltet, könnt ihr auch sehr gerne Mandelmus nehmen, aber es passt natürlich am allerbesten zum Nougat. Dann habe ich hier zuckerfreie Schokodrops, die verlinke ich euch, sowie alle Zutaten und die Mengen in meinem Blog. Dann noch eine Prise Salz und etwas Bourbon-Vanille und ich werde noch zusätzlich gucken, ob ich noch süßen muss. Dann nehme ich noch ein bisschen Stevia, aber das werden wir alles gleich abschmecken. Ich nehme auf jeden Fall das gleiche Töpfchen oder Schälchen, was ich vorhin für unser Karamell benutzt habe, weil das kann ich noch mitnehmen. Hab noch zusätzlich ein bisschen Süße von der Karamell und genau, und wir sparen uns natürlich auch ein bisschen Abwasch. Sobald sie heiß ist, gleich unser Haselnuss rein, dann noch, wir können eigentlich schon fast runternehmen. Und abschließend kommt noch ein bisschen Alsan drauf, damit es auch schön flüssig wird, das Ganze. Mit unserer Bourbon-Vanille und ein bisschen Stevia. Und dann bei niedriger Hitze das Ganze schön weich werden lassen. Und sobald es eine Masse ergibt, ist unsere Nougat-Creme auch schon fertig. Und wir können dann noch ein bisschen warten. Aber wir müssen natürlich auch schnell
unser Förmchen rausholen, damit wir das hier in die einzelnen Förmchen verteilen können. Ihr könnt es natürlich auch sehr gerne einfach mit dem Löffel reingeben, aber ich werde das Ganze in einem Spritzbeutel in mein Toffifee-Förmchen verteilen, damit es ein bisschen sauberer alles läuft. Und jetzt geht es mit der noch warmen Masse in die Förmchen. Und ihr dürft auf jeden Fall nicht zu viel in die einzelnen Förmchen geben, weil was fehlt bei Toffifee nie, und zwar die Nuss. Die werden wir jetzt hier auch noch reindrücken, die Haselnuss. Und dann das Ganze schön mit Creme bedecken. Und natürlich abschließend auch noch Glattstreich. Fast sind wir soweit. Das kommt wieder in die Gefriertruhe für auf jeden Fall 10 Minuten. Und dann kommen wir zur Abschlusshaube und dann sind wir auch schon soweit. 10 Minuten im Gefrierfach gewesen, dann ist es schon relativ hart, aber immer noch ein bisschen weich, aber das macht nichts. Ich habe jetzt hier ganz normale zuckerfreie Kuvertüre und die werde ich jetzt als kleine Haube obendrauf geben. Und ab damit wieder in den Gefrierschrank als allerletzte Mal und dann geht's ans Probieren. Toffifees habe ich jetzt tatsächlich über Nacht in meiner Gefriertruhe gelassen, weil sie dort am besten aufgehoben sind. Deswegen auch jetzt das andere Outfit. Und ihr seht, sie sind fertig. Sie sind natürlich nicht so wunderschön wie die Fabrik hergestellten Toffifee. Ja, ich bin halt leider keine Maschine. Aber dafür sind sie mindestens genauso lecker und sie sind auch noch vegan und viel gesünder. Und natürlich noch relativ kalt. Aber was ich euch sagen kann, Karamellschicht außenrum schmeckt wirklich himmlisch nach Karamell. Und auch das Nougat, wenn das im Mund schmilzt, was ich euch jetzt nicht gleich zeigen will, dann ist es auf jeden Fall eine richtige Geschmacksexplosion. Macht ihr auf jeden Fall mal nach. Ist ein super lustiges Projekt, macht Spaß mit Kindern oder mit Freunden oder einfach nur euren Liebsten. Dann werdet ihr schnell merken, das ist eine super Alternative zu den normalen Toffifees, die nicht immer sonderlich gesund sind. Euch noch einen schönen Tag. Tschüss.